Hallo und herzlich willkommen bei Pferdewetten.de TV. Wir begrüßen Sie heute hier von der Kölner Rennbahn. Wir haben gerade Trainer Andreas Löwe einen Besuch abgestattet und einige Stimmen eingefangen, dazu auch gleich später. Wir wollen natürlich sprechen über das Hauptereignis des Wochenendes, den 153. Henkelpreis der Diana, das deutsche Stutenderby, Gruppe 1 Rennen ausgetragen am Düsseldorfer Grafenberg. Und Peter Heugel begrüße ich heute wieder hier. Hallo Peter. Hallo, grüß dich. Du wirst uns die Favoriten des Rennens nennen. Wer sind denn deine Favoriten? Ja gut, in erster Linie werden wir mal den Gast aus England sehen, Dancing Rain. Das ist die Siegerin der englischen Oaks und fünftplatzierte der irischen Oaks. Da ist sie zweifelsohne die Favoritin des Rennens. Die Stute ist fünfmal gelaufen in ihrem Leben und hat bis jetzt hat nichts falsch gemacht, hat zwei Rennen gewonnen, zweimal Zweiter. Wird diesmal mit dem Weltklasse-Jockey Kieran Fellner im Sattel sein und ja, das ist meine Favoritin. Deine Favoritin? Ich glaube, das wird die Favoritin von vielen sein. Die Stute kann auch von vorne gehen, mag auch wellige Linienführungen, das hat sie in Epsen gezeigt. Dort hat sie auch von der Spitze gewonnen. Ich glaube, der könnte auch die besondere Linienführung durchaus zusagen in Düsseldorf. In Düsseldorf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die ist ja schon sehr speziell, von daher wird das schon passen. Die weiteren Favoriten oder Favoritinnen des Rennens? Tja, da sind ja einige tolle Stuten in dem Rennen. Da haben wir zum Beispiel für mich Leopardin. Die war fünfte in Diana Trials, nicht weit geschlagen. Anschließend zweiter hinter Chumama in Düsseldorf. Weg dürfte auch kein Problem sein. Mhm. Und was ich gesehen habe, die läuft immer so ein bisschen aus der Reserve. Wird auf Speed geritten. Und der Trainer ist auch mit steigender Form, Trainer Kröschel. Das könnte auch ein Pferd sein, was reinläuft. Dann, was haben wir noch Schönes, Navarra Queen, ist auch ein klasse Pferd, sechsmal gelaufen, vier Siege, heuer dreimal gewonnen, nachgenannt in dem Rennen, zuletzt Gruppe 3 in Mailand gewonnen. Die letzte Nachnennung von Peter Schirgen war ja schon sehr erfolgreich in Hoppegarten, zuletzt Daydream. Genau, ja. Gruppe 1. Es ist sicherlich ein Fingerzeig, dass man da nochmal 40.000 Euro in die Hand nimmt. Und ohne Fantasie macht man sowas nicht. Nein. Anderer Starke sitzt natürlich im Sattel. Stalljockey unterwegs, genau. Hochinteressantes Pferd mit Sicherheit. Du nanntest dann gerade auch noch Selkis. Selkis, genau, aus dem Schlenderhanna-Quartier. Ist auch schon Gruppesiegerin, die Anna Trail in Berlin gewonnen. Mhm. War ja schon ein bisschen Überraschungssiegerin. Eine Länge von Night Dube, die auch in der Diana läuft. Ja, die kann mit irrsinnig langgezogenen Speed hin. Auch, also die Distanz wird sie können mit die Sicherheit, Distanz das hat sie auf gezeigt. Jeden Fall, genau, glänzend genau. Aussehendes Pferd, ja, wie du gerade schon sagtest, nur einmal gelaufen im Jahr. Also sehr gezielt, sehr geschont auf dieses Rennen hingearbeitet offensichtlich. Adri de Vries im Sattel, ja, für mich auch eine heiße Kandidatin. Und dann haben wir natürlich ein Pferd, vielleicht die stärkste deutsche Waffe, die Winterkönigin. Chumama. Ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall die stärkste Stute im Feld. Winterkönigin vom letzten Jahr. Mhm. Schwarzgold hat es gewonnen, hat in dem Leben noch keinen Fehler gemacht. Kleiner Ausrutscher, als sie Fünfter war, in den 1000 Guinness. Aber ansonsten. Mhm. Und dann hat sie auch schon fast jedes Pferd in dem Rennen schon irgendwo oder irgendwann geschlagen. Von daher wird es schon das heißeste Ding aus Deutschland sein. Ja. Genau, das heißeste Ding aus Deutschland und das heiße Ding haben wir heute auch besucht, hier im Stall in Köln. Und was Andreas Löwe zu seiner Starterin, zur Mitfavoritin zu sagen hat, das sehen Sie jetzt. Also Chumama ist ein sehr gesundes Pferd. Sie hat ein sehr gesundes Interieur, sie frisst gut, sie hat gute Nerven, sie ist sehr stabil. Auch, Gott sei Dank, die Beine sind sehr gesund und sie ist wirklich belastbar. Mhm. Sie hat aber trotzdem, sie hat keine leichten Rennen gehabt bisher, das war ja also auch nicht unbedingt ein Puppenspiel. Aber trotzdem ist sie wieder in bester Kondition und sieht fantastisch aus, sodass ich also da einfach deswegen schon einfach Vertrauen zu ihr habe. Mhm. Aber so ein Rennen und gerade auf der Linienführung mit so vielen Pferden, und mit einem Speedpferd zu gewinnen, ist schwer. Mhm. Da sind so Frontrenner sind da in dem Rennen
bevorzugt. Haben wir auch schon gewonnen mit Mystic Lips zum Beispiel vorneweg. Oder Night Music hat von vorneweg gewonnen. Und also die Pferde, die da vorneweg flitzen können und sich in die Kurve legen können, haben Vorteile. Das ist gar keine Frage. Und bei einem Spielpferd, wie sie es ist, muss man eben auch hoffen und beten, dass man in der Zielgeraden dann auch freie Bahn hat. Mhm. Und nicht ein-, zweimal aufgehalten wird, dann ist es vorbei da in Düsseldorf. Sie kann es absolut. Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen halt alles Glück der Erde. Mhm. Sind Sie dann entsprechend nervös oder sagen Sie, ich habe schon zweimal gewonnen, ich gehe trotzdem relaxed an die Sache? Man wird natürlich ruhiger im Laufe der Jahre, was dieses anbelangt. Aber wenn die letzten 24 Stunden anbrechen, dann geht auch da nichts mehr. Dann wird auch alles hektisch. Mhm. So, Andreas Löwe ist also zu Recht natürlich optimistisch auf dieses Rennen, hat aber natürlich auch angesichts des großen Starterfeldes und des ausgeglichenen Starterfeldes einigen Respekt vor dem Rennen. Er hat auch erwähnt, dass es natürlich nicht einfach sein wird, mit einem Speedpferd dann durch dieses große Feld zu pflügen, sozusagen die lange Düsseldorfer gerade hoch. Das ist richtig. Es gibt natürlich, weil wir schon beim Starterfeld sind, noch andere interessante Kandidatinnen. Wir haben da eine französische Gruppesiegerin, die wir ganz gut kennen aus Hamburg. Genau, Casa Bruni gewann zuletzt in Hamburg den Hamburger Stutenpreis. Kategorie aus der Gruppe 3. Also, war Hals vor Labrice, die auch in dem Rennen laufen wird. Oder höchstwahrscheinlich. Wurde auch nachgenannt, ja. Die zwei haben die damals 6 Längen vom Feld gelöst. Das war schon eine überzeugende Vorstellung. Und die haben auch keine Probleme mit der Distanz. Nein, die haben keine Probleme mit der Distanz. Es war, wenn du dich nur erinnerst, ein Bodenrennen in Hamburg. Es hat da schon sehr stark geregnet. Die zwei Stuten haben sich dann ganz außen an den Rails auf der vermeintlich besseren Spur sehr, sehr leicht, wie du es gerade erwähnt hast, schon lösen können. Genau. Das müssen die jetzt natürlich wieder bestätigen und zeigen, ob das dann auch dann wirklich so klar war, wie es sich damals dargestellt hat. Das ist wohl richtig, ja. Dann? Night of Dubai, Hoferschützling. Was habe ich mir aufgeschrieben? 5-mal im Start. Eigentlich ein gutes Ergebnis auch aus Berlin. Da war sie Dritte hinter Selkis. Da musste sie das Tempo selber machen. Anscheinend liegt ihr das auch. Mhm. Hat auch gekämpft bis zum Schluss. Hielt lange hin. Eigentlich eine sehr gute Vorstellung. Ja, und war in ihrem Leben auch bis jetzt immer im Geld und ist auch ein Pferd, das man beobachten muss. Ja, könnte also von der Taktik her sicherlich eines der Pferde sein, das direkt vorne mitgeht. Und in Düsseldorf ist das ja selten ein Fehler, wenn man das auch kann. Das ist klar, ja. Sehe ich auch so. Die ist also nicht völlig aus der Welt, zumindest für Platzgeld. Genau. Ja gut, ich hab noch ein Pferd, das mir einfach grundsympathisch ist und das definitiv noch nicht die Leistungen gezeigt hat in diesem Jahr, dass man sich im Stall erwartet hat. Das ist Aykred Gazette aus dem Schirgenstall. Nee. Ein ganz tolles Pferd. Ich glaube, man hat sich da viel, viel mehr erwartet im Laufe der Saison. Ja. In den Guinness gut, war Vierte, aber es hat immer irgendwas nicht gepasst. Mit dem Ergebnis aus der Winterkönigin, da war sie Zweiter. Ja. Ja. Wenn sie aber wieder zu der Form von letzten Jahr findet, die sie zwei gezeigt hat, dann auch ist möglich. Ich habe irgendwie, die wird sicherlich lang am Toto stehen, aber ich würde auf keinen Fall auslassen. Irgendwie, die mag ich. Ja. Ja, ist einfach eine persönliche Geschichte, aber die mag ich. Dann haben wir doch schon im Wesentlichen die wichtigen Starter durch. Ja. Arinore ist jetzt reingerutscht, die wird es aber wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer haben. Ja. Alcana, der Ritt von Dennis Schirgen. Als Amateur. Überraschung, ja. Der erste 16-jährige Amateur, der in diesem Rennen reitet. Wird aber vermutlich auch nicht ganz einfach werden. Wird nicht ganz einfach, ja. Lokalmatadorin Breezy Hawk, für die trifft das wahrscheinlich auch zu. Die konnte in der Klasse noch nicht bestehen. Genau. Dalana war im Frühjahr auch hochgehandelt aus dem Hicks-Stall. Lieferbombenrennen im Schwarzgoldrennen. Ja. War sie nur an den Hals von Schumama geschlagen. Ja. Ja, in Berlin, aber nur Siebte, aber war auch nicht so weit weg. Das war Einlauf, da waren die ersten 7-8 Pferde in 3 Längen vereint. War nicht so ganz verkehrt.
Die lief weit besser als die Platzierung aussah. Okay, gut. Ja, und dann haben wir natürlich noch Next Holy. Ebenfalls eine weitere Skirennkandidatin, glänzend gezogen, anständig gewonnen. Mit Minerik im Sattel. Aber muss auch einen Sprung machen. Muss einen Sprung machen, ja. Genau. Was sind dann deine Tipps? Meine Tipps wären Dancing Rain, Chumama, Leobardin. Ja. Und für Verwegene noch einen? Für Verwegene. Leopardin ist ja schon. Ja, ist schon, sind wir verwegen. Ja, was nehmen wir denn da noch? Ja, Casa Bruni. Okay. Das wären meine vier, die ich so dir rausgesucht habe. Genau. Dann danke ich dir, Peter. Ich dafür. Ich wünsche Ihnen auch Hals und Bein für Ihre Wette, lieben Zuseher. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn Sie wieder hier reinschauen zum Experten-Talk bei Pferdewetten.de.